Dolby Atmos ist das nächste dicke Ding. Als ich den Satz zum ersten Mal von unserem Freund und Mastering-Engineer Björn Schlüter gehört habe, da musste ich erstmal dreimal nachfragen. Weil Dolby Atmos, das ist doch so ein Surround-Format für Kinos mit ausgewachsenen 5.1, 7.2 oder sogar 7.2.4 Boxensystem. Ich meine, was hat das denn bitte mit meiner Musik aus meinem Studio zu tun, wenn es so eh keiner hören kann, der nicht gerade im Kino sitzt? Keine 3 Sekunden später war ich dann schon ein bisschen schlauer, denn wenn man einen Song in Dolby Atmos nicht im Kino, sondern über Kopfhörer abhört, dann klingt es immer noch um Längen räumlicher als jeder reine Stereo-Mix. Und als ich dann noch erfahren habe, dass man mit Logic Pro X in der Version 10.7 von Haus aus auch Dolby Atmos abmischen kann, da bin ich neugierig geworden. Und deshalb schubsen wir heute auch mal einen Mix von mir direkt in die dritte Dimension. Und nur für den Fall, dass du kein Logic haben solltest, Dolby Atmos dich vielleicht als Puristen überhaupt nicht interessiert, oder aber deine DAW noch nicht Dolby Atmos tauglich sein sollte, es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben. Setz dich einfach hin, setz dir deine Kopfhörer auf, lehn dich zurück und lass dich einfach genau wie ich mich überraschen, wie es wohl klingt, wenn ich einen Stereo-Mix per Dolby Atmos in die nächste Dimension hebe. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und auch wenn es erstmal so klingt, als wäre dieses Video hier ein reines Logic Pro X Tutorial, lade ich dich trotzdem ein, mit dabei zu sein, um zu erfahren, was es denn eigentlich mit Dolby Atmos für unsere Musik auf sich hat und vor allem, wie das Ganze klingt. Die großen Streaming-Dienste wie Amazon, Tidal oder auch Apple unterstützen ja schon Dolby Atmos für Musik, oder wenn man es richtig nennen wollte, heißt es, glaube ich, Dolby Atmos Music. Und das Tolle ist, dass du dafür eben nicht im Kino oder in einem Wohnzimmer mit einer Aufwendung eingerichteten 7.2.4 Anlage sitzen muss, sondern dass es eben auch über Kopfhörer geht, also quasi 2.0 Goes Raumklang. Und ich glaube, darum geht's auch bei Dolby Atmos. Der Sound soll eben nicht nur von links, Mitte oder von rechts kommen, sondern eben von überall drumherum, also auch von oben oder von hinten, wenn das geht. Das ergibt natürlich im Mix dann auch ganz andere Möglichkeiten, einzelne Sounds oder Instrumente rund um den Kopf zu platzieren. Ob das aber funktioniert und vor allem, wie das Ganze klingt, das schauen wir uns am besten jetzt mal gemeinsam am lebenden Objekt an und modeln dazu einfach mal einen bereits bestehenden Stereo-Mix von mir auf Dolby Atmos um. Ganz wichtig für dich, das Ganze funktioniert nur richtig über Kopfhörer. Den solltest du also auf jeden Fall parat haben und für dieses Video jetzt gleich aufsetzen. Und falls du zwischendurch denkst, ey, das Video gefällt mir, da hat er mir echt weitergeholfen, dann zeig's mir doch einfach über einen Daumen nach oben. Wir gehen jetzt aber mal rüber in die Session. Los geht's! So, da sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, habe ich hier einen Stereo-Mix aufgemacht. Das sind die Spuren des Monats im Recording-Blog-Premium-Bereich. Falls du also zwischendurch mal denken solltest, den Song möchte ich auch mal gerne mischen, kein Problem. Im Premium-Bereich vom Recording-Blog findest du die Spuren zum Download. Da gibt es ja jeden Monat ein Set an Spuren zum selber mischen, zum Üben deiner Mixfähigkeiten. Außerdem noch jede Menge Mix-Tutorials, eine Community, die sich regelmäßig trifft, Mix-Kritiken etc. pp. Falls das also spannend für dich klingt, wie du dich auf das nächste Level heben kannst beim Abmischen, dann schau doch mal hier oben, da findest du alle Informationen für dich verlinkt. Aber wir hören jetzt erstmal in den Stereo-Mix rein, den wir jetzt gleich mal in die nächste Dimension heben wollen. Los geht's! Ein großer Song, wie du hören kannst, fette Gitarren, eine ziemlich geile Stimme. Sylvia Droste, eine sehr begnadete Jazzsängerin. Das Ganze hier ist ein Remix von einem Original Swingy Jazz Song, den ich mal gemacht habe und den ich dir in den Spuren des Monats zur Verfügung stelle. Und diesen Song, den wollen wir jetzt mal in die dritte Dimension heben. Und dazu müssen wir jetzt in Logic natürlich als erstes mal den Song umstellen auf Dolby Atmos. Und das machen wir mal, indem wir jetzt hier bei Ablage klicken und dann bei Projekteinstellungen auf Audio. Da findest du den Punkt, wo du dann einen Menüpunkt findest, wo du einstellen kannst, dass das Ganze jetzt demnächst in 3D, in Audio räumlich dargestellt werden soll auf deinem Kopfhörer. Dazu können wir dann hier bei 3D Audio dann Dolby Atmos auswählen. Und das machen wir mal. Mal gucken, was passiert. Das Projekt wird für 3D Audio Mixing in Surround 7.1.2 konvertiert. Okay, machen wir mal. Zack. Und jetzt hat sich in der Session einiges geändert. Ich habe gerade noch jede Menge Plugins hier auf dem Masterbus drauf gehabt. Die sind jetzt alle verschwunden. Stattdessen ist hier ein weiteres Plugin, ein neues hinzugekommen. Das nennt sich Atmos. Und das ist
das ist die Abhörmatrix. Genau, das ist die Matrix, die quasi dekodiert, was wir auf unseren Ohren hören. Die ist im Moment eingestellt für das Monitoring-Format auf 7.1.4. Und Monitoring-Format sagt es im Prinzip schon. Hier geht es also nicht darum, dass das hinterher auch in diesem Format ausgespielt wird, sondern ausschließlich, dass das, was hier gemischt wird, für unsere Abhöre aufbereitet wird. Sollte ich jetzt also in einem Studio mit 7.1.4 oder ja 7.1.4 zum Beispiel sitzen, dann könnte ich das darüber abhören. Ich habe aber Kopfhörer auf, so wie du ja sicherlich auch, sonst kannst du das nämlich hier gleich nicht nachvollziehen. Stell mal auf binaural und jetzt ist es quasi dafür optimiert, dass wir hier sitzen in einem optimierten Abhörraum mit jeweils einem Lautsprecher für das linke und einem Kopfhörer für das, einem Lautsprecher für das rechte. Aber bei dir ist es, glaube ich, umgekehrt. Bei dir ist das hier links und das hier rechts, ne? Aber ich komme dann immer ein bisschen durcheinander. Also mit einem Lautsprecher pro Ohr abgeschirmt von der Räumlichkeit. Das heißt, über Boxen würde das auch nicht funktionieren, sondern das funktioniert jetzt binaural nur ausschließlich über Kopfhörer, die du dann auch aufsetzen solltest. Also binaural, das ist unser Abhörformat und dann schieben wir mal das Plugin ein kleines bisschen weiter nach hinten. Und was du noch vielleicht erkennen kannst, ist, dass sich hier von allen Kanälen der Ausgang geändert hat. Der ist jetzt auf Surround umgestellt worden. Das ist quasi unser Masterbus. Und darunter hat sich auch das Panorama geändert. Da ist jetzt so ein Spinnennetz dazu gekommen. Das zeigt dann an, in dem Bereich, wo dieses Signal gehört werden kann. Und das ist wirklich sehr spannend. Ich kann ja mal hier auf einen draufklicken. Nehmen wir mal direkt den Herzschlag hier am Anfang, mit dem der Song anfängt. Und da siehst du schon, dass man hier einiges einstellen kann. Du hast hier also quasi die Signalmitte und die kannst du dann verschieben im Klangfeld hier drunter herum einmal, ob die weiter von rechts kommt, weiter von der Seite, vielleicht sogar von hinten kommt, kannst du alles einstellen. Ich stelle es mal kurz hier wieder mit dem Winkel zurück. Du kannst es aber auch näher an dich ranholen. Hier in der Mitte ist die Position vom Zuhörer und kannst es näher an dich ranholen oder auch weiter wegschieben. Du kannst sogar die Stereobreite hier auf der rechten Seite verändern. Also 90 Grad ist ja das, was wir im Prinzip hier über die Lautsprecher hören. Das heißt, meine Lautsprecher sind ja im 90 Grad Winkel hier aufgestellt, passend zu mir. Also ein gleichschenkliges Dreieck. Das sollte bei dir übrigens auch so sein. Der Abstand zwischen den Boxen und von den Boxen zum Zuhörer sollte im Idealfall der gleiche sein. Das heißt, der Abstand ist ein gleichschenkliges Dreieck und das ist hier natürlich auch eingestellt, weil das der optimale Abhörraum ist, mit dem man sich normalerweise bewegt bei einem Studio. Kannst du aber auch verändern, kannst es also voll auf die Seite stellen. Weiter als 180 Grad kann man hier aber nicht einstellen und dementsprechend kann man da wirklich eine große Stereobreite herbeiführen und das Ganze dann nochmal im Raum verschieben. Wunderbares Teil. Ich stelle das mal wieder hier zurück auf 90 Grad und ich würde sagen, no risk, no fun. Fangen wir einfach mal an und fangen ja direkt am Anfang an mit unserem Signal. Ich stelle mal den Loop hier vorne ein. Der Song fängt mit einem Herzschlag an und dann machen wir mal alle anderen Signale aus. Alles andere wird gemutet hier und dann hören wir mal, was passiert, wenn wir unseren Herzschlag machen. Und die ganze Bearbeitung, die wir jetzt hier machen, wird ausschließlich über den Panoramaregler stattfinden. Ich mache also keine zusätzlichen Plugins rein oder sonst was. Wir hören nur einfach mal, was passiert, wenn wir mit diesem neuen Panoramaregler das ganze Signal mal im Surround-Feld um uns drumherum verschieben. Spannend wird es auf jeden Fall, so wie es mal sicher. Also, fangen wir mal mit dem Herzschlag an und gucken mal, ob wir den Herzschlag hier verschoben kriegen. Also, Herzschlag, los geht's. Okay, der verschiebt sich hier nicht akustisch und ich glaube, ich weiß auch schon warum, weil der Herzschlag, den ich hier eingesetzt habe, hat keine Frequenzen oberhalb von 100 Hertz. Wir gucken mal kurz auf den Channel EQ, der hat nämlich auch einen Analyzer eingebaut. Mal kurz gucken. Ja, da siehst du es schon. Der Herzschlag findet ausschließlich hier unterhalb von 100 Hertz statt. Und das wird wahrscheinlich eine Besonderheit dann von diesem Format sein, denn alles unterhalb von 100 Hertz wird auf einem Subwoofer stattfinden. Der ist nicht gerichtet. Dementsprechend ist die Richtungsangabe hier also obsolet. Und wir können dann also nur dafür sorgen, dass wir den Abstand vom Subwoofer zum Zuhörer oder vom Herzschlag in diesem Fall, vom tieffrequenten Signal zum Zuhörer regeln. Machen wir das mal. So ist also direkt da, wo wir stehen. So ist weit weg. Ich würde sagen, komm, wir stellen den mal direkt hier in die Mitte rein, sodass der Herzschlag wirklich das Zentrum von unserem Song ist. Und das kannst du hier über den Diversity-Regler hier regeln. Der Diversity-Regler regelt dann quasi, wie weit das Signal vom Zuhörer entfernt ist. 0 ist ganz weit weg und 1 ist dann quasi die Mitte. Wie weit das übrigens entfernt sein soll, also rein psychoakustisch nenne ich das jetzt einfach mal, das kannst du hier einstellen beim Monitoring-Format.
Und das hier sollte dann auch hier auf mit Fahr, also für weit entfernt oder near stehen, sodass du dann hier also alle Kanäle einstellen kannst, wie weit die Boxen von dem Zuhörer virtuell wegstehen sollen. In dem Fall lasse ich die einfach mal alle auf mittlere Entfernung. Da kann man ja mal mit rum experimentieren. Jetzt wollen wir es aber nicht zu kompliziert machen, sondern spielen einfach mal ein bisschen rum. Also der Herzschlag bleibt in der Mitte. Und das nächste Element, was dann in unserem Mix dazukommt, sind hier unten ein paar Soundeffekte. Und die hören wir uns mal kurz an. Nehmen wir mal den Soundeffekt 1 dazu. Okay, das ist so ein ganz tiefer, ich glaube, das ist so eine virtuelle Seite von einem Piano mit einem riesen Hall hinten dran. Also im Prinzip ein perfektes Ding, das man einfach mal im Raum verteilt. Also machen wir das mal. Nehmen wir mal unseren Panoramaregler und gucken mal, wo wir das genau verteilen können. Machen wir den mal hinter uns. Bisschen weiter weg, damit der hinter uns ein bisschen weiter steht. So, 180 Grad Winkel direkt hinter uns, aber nicht ganz weit entfernt. Oder machen wir den ganz weit entfernt? Mal gucken, wie das klingt. Ja, warum nicht ganz weit entfernt? Also, die Stereobreite mal kurz ein bisschen variieren. Ja, noch cooler. Okay, so macht schon richtig Spaß, ne? Nehmen wir mal den nächsten Sound dabei. Das ist dieser Nuclear Bass Strike. Mal gucken, was der macht. Kurz Solo. Okay. Hol ich mal ein bisschen näher ran, mach den trotzdem ein bisschen breiter. Okay, zusammen mit den anderen. Sehr geil, oder? Okay, alles klar. Machen wir mal den nächsten. Das ist der Effekt-Sound Kontrabass hier. Dieser Kontrabass, der nur im Intro spielt. Und tiefer Bass, der darf ruhig bedrohlich direkt vor uns stehen. Das heißt, den hole ich mal mit dem Panoramaregler ein bisschen zu uns ran. Und mal gucken, wie das klingt. So ist ganz weit weg. Nee, den möchte ich hier haben. Zusammen mit den anderen. Okay, machen wir mal den Lautstärkeregler noch dafür. Man muss ein bisschen hören, ne? Also man muss sich ein bisschen konzentrieren. Okay, so bleiben. Dann das Ganze, oh, wir übersteuern schon. Ich glaube, ich mache mal einen Limiter drauf und ziehe das Ganze mal ein kleines bisschen runter. Ich glaube, man muss eh mit einem Limiter dafür sorgen, dass man nicht lauter als minus 18 LUFS ist. Den Limiter ziehen wir hier mal sicherheitshalber um minus 3 dB runter, damit ich nicht übersteuere. Und dann gucken wir gleich mal am Ende des Tages, wo wir rauskommen, ne? Ich stelle den Limiter noch richtig ein. Output Level ist minus 1. So, dann haben wir es auch wirklich so, dass es nicht übersteuert. Also nochmal. Okay, und dann haben wir die Strings noch. Dann haben wir hier noch einen Streicher, der dazukommt. Der klingt so. Mal gucken, dass wir hier den Loop richtig setzen. Okay, der ist ja auch prädestiniert dafür, dass man den im Stereofeld groß verteilt, ne? Deswegen schieben wir den mal. Oder schieben wir den hinter uns? Den schieben wir uns hinter uns, 180 vom Engel hier, also genau 100, ja, kann man nicht genau einstellen. Hier gibt es jetzt noch einen Punkt, der heißt Elevation. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass man das Signal auch akustisch in der Höhe verschiebt. 7.1.4 bedeutet 7 Speaker um einen drumherum, also 3 vorne, 2 an der Seite, 2 hinten sind 7 und 1 ist der Subwoofer. Und 4 sind Lautsprecher, die nochmal an der Decke sind. Also in einem Kino sind die wirklich an der Decke. Und hier sind die natürlich virtuell an der Decke. Das heißt aber, wir können das Signal auch virtuell in der Höhe verschieben. Und das machen wir mal mit dem Elevation. Mal gucken, ob wir hier unsere Streicher ein bisschen nach oben verschoben kriegen. Hole ich noch ein bisschen näher ran. Okay, und das hören wir uns jetzt mal mit den anderen zusammen. Ein
bisschen lauter. Ich spiele also auch ein kleines bisschen mit den Lautstärkereglern hier. Müssen wir mal gucken, dass ich hier nicht mit einer Automation durcheinander komme. Haben wir hier, hier ist eine Lautstärke-Automation drauf. Das heißt also, die alte Automation, die ich drauf hatte, die ist natürlich drauf geblieben. Deswegen, wenn ich das lauter machen möchte bei einem Kanal, wo ich die Lautstärke automatisiert habe, muss ich da mit einem Gain-Plugin danach nochmal nacharbeiten. Das heißt, wenn ich das hier lauter haben will, also natürlich nur bei einem bestehenden Mix, wenn du den bearbeitest. In diesem Fall müssen wir das jetzt mal so machen. Wenn du einen Mix von Grund auf anlegst, ist das wahrscheinlich dann nicht so notwendig. Aber ich schiebe mal mit dem Gain-Regler hier, schiebe ich das mal ein bisschen höher. Wunderbar. So, jetzt geht's weiter. Wir kommen direkt zu dem Teil, wo es jetzt richtig losgeht. Wir haben das Intro bearbeitet und jetzt kommen wir in den Teil, wo das Schlagzeug dazu kommt hier. Und deswegen nehmen wir uns jetzt mal hier ein bisschen mehr Zeit, nehmen wir den Takt davor noch und nehmen das Schlagzeug jetzt mal. Da haben wir einen schönen Auftakt. Das Schlagzeug hören wir mal eben solo. Großer Raum drauf, das ist ein virtuelles Schlagzeug, ne? Klingt auch schon stark vorkomprimiert. Aber hören wir uns doch mal an, wie das klingt, wenn man das ein bisschen im Panorama und im Surroundfeld verschiebt. Hol ich ein bisschen näher. So ist ganz breit, aber nicht cool. Zusammen dann mit den anderen. Okay, das Schlagzeug kann man vielleicht noch ein bisschen weiter wegstellen. Okay, man kann auch die Lautstärke vom Center Speaker, also vom virtuellen Mittelspeaker oder vom echten Mittelspeaker, kann man noch ein bisschen hervorheben. Mal gucken, wie das klingt. Ja, wird ein bisschen direkter, ist also auch gar nicht so uncool. Lassen wir das Schlagzeug mal stehen, nehmen wir mal direkt den Bass dazu. Wir machen mal hier ganz Speed-Mixing. Wir mischen mal direkt aus dem Bauch raus, um mal zu gucken, wie das eigentlich klingt hier, das Ganze. Ne? Also jetzt kein ausführliches Mix-Tutorial über Stunden, sondern einfach nur, um zu gucken, wie sich das räumlich auswirkt. Bass, nehmen wir den Bass dazu. Bass darf ja durchaus ein bisschen näher und in der Mitte stattfinden. Das heißt, hier stellen wir das Panorama mal so ein, dass der eher mit seinen tiefen Frequenzen in der Mitte stattfindet von dem Ganzen. Bisschen lauter. Okay, lassen wir den erstmal da stehen. Mal gucken, ob sich das mit dem Rest auch gut verträgt. Jetzt kommen wir schon direkt zu den Gitarren. Wir haben hier eine Gitarre, die dazukommt. Die harten Gitarren. Nehmen wir mal erstmal die mittlere Gitarre. Ne, wir nehmen die Panorama-Gitarren. Wir haben links und rechts zwei Gitarren, die links und rechts außen spielen. Das heißt, die nehmen wir mal direkt dazu und verteilen die im Panorama. Zunächst die linke. Die schiebe ich mal nach hinten. Mal gucken, was passiert. Bisschen leise, ne? Und die rechte? Okay, wir haben noch eine Gitarre, die nehmen wir auch nochmal dazu. Das ist die mittlere Gitarre hier. Haha.
Das macht richtig Spaß. Okay, wir haben noch eine Gitarre, die fehlt. Wir haben so eine Delay-Gitarre, die ich reingespielt habe. Die klingt wie folgt. Die stellen wir mal ganz auf die Saiten. Mal gucken, was da passiert. Auch direkt im Mix. Warte mal, die ist Mono, ne? Ist das eine Mono-Gitarre? Mal gucken, was passiert, wenn wir das einstellen, Solo. Ja, siehst du, das ist eine Mono-Quelle. Die ist nicht wirklich, die hat keine Stereobreite, deswegen kann ich da lange dran drehen. Das verändert sich nur so ein bisschen die Lautstärke. Aber gucken wir mal, dass wir die platziert kriegen. Dann gucken wir einfach, dass sie vielleicht auch hinter uns stattfindet. Mal gucken, oder an einer Seite. Da ist auch eine Automation drauf. Das heißt, wenn ich die lauter machen möchte, muss ich die auch irgendwie nach vorne holen. Gucken wir mal, dass ich die mit der Automation nach vorne hole. Nee, ich mache einfach wieder ein Gain-Plugin drauf, wenn ich es ein bisschen einfacher haben will. Nehmen wir einfach das Gain-Plugin, haben wir gerade schon genommen, und regeln darüber die Lautstärke. Okay, so wird ein Schuh draus. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Oktavgitarre, die noch fehlt. Die ist vielleicht Stereo. Ist die Stereo? Hören wir mal rein. Na, hier vorne. Die ist auch Mono. Okay, was machen wir damit? Wir können sie mal in Stereo verteilen. Wir nehmen einfach diese Oktavgitarre und machen daraus einen Stereo-Effekt. Geht das mit einem, mal gucken, mit einem Chorus? Wir nehmen einfach mal einen richtig klassischen Effekt, den wir dazu nehmen, den Microshift zum Beispiel von. Können wir mal ausprobieren, ob ein normales klassisches Plugin auch funktioniert. Nehmen wir mal den Microshift von den Soundtoys Mono to Stereo. Was passiert? Okay. Jetzt müssten wir das auch im Panorama verschieben können, ne? Spread. Den automatisieren wir jetzt mal. Das lassen wir mal rumlaufen. Mal gucken, ob ich das automatisiert kriege hier, diesen Parameter. Das ist der Diversity. Mal gucken, ob man den automatisieren kann. Das wäre ja wohl ziemlich geil, ne? Das heißt, wir können den hier wieder auf, stellen wir mal auf 120 Grad und gucken mal, ob wir den hier bei Einsätzen der Gitarre automatisieren können. Okay, also ich hätte gerne ein bisschen hier größer im Zoom machen. Ich hätte gerne den Diversity-Regler. Kann ich das machen? Volume, Main, Panorama, absolut relativ, Diversity, da ist es. Nee, das Diversity ist ja der Entfernungsregler, ne? Wir müssen regeln den Angle. Okay, Angle müssen wir regeln. Also nicht Diversity, das ist ja die Entfernung, sondern wir nehmen hier die Surround Angle. Und die lassen wir jetzt einfach mal hier rumlaufen. Mal gucken, dass ich das hier so alle zwei Takte, ne, alle vier Takte mal rumlaufen lasse. Mal gucken, was passiert, wenn das mal hier so automatisiert wird. Also das ist ja nun wirklich ein Spielzeug, da kann man sich ja tot ausprobieren irgendwie. Und total, mal gucken, dass wir es hier einfach nur grob machen. Ne? Die Feinheiten kann man ja dann später nochmal machen. Hören wir mal, wie das klingt. Okay, lassen wir den Sound einfach mal ein bisschen rumlaufen hier. Ich mache das noch ein bisschen kürzer hier, damit es ein bisschen schneller läuft. So, nehmen wir nur den ersten Teil. Wir müssen den kompletten Song ja nicht fertig machen. Lassen es ein bisschen schneller um uns drum rumlaufen hier. Da und den noch hoch. Du siehst, jetzt ist hier auf jeden Fall Bewegung und wir starten auch direkt hier links. Ne? Also, jetzt haben wir wirklich Bewegung hier drin.
Und damit läuft der Sound komplett um uns drum rum, während wir spielen. Und den mischen wir jetzt noch dazu. Habe ich hier eine Lautstärke-Automation drauf? Mal kurz gucken. Nein, das heißt, hier können wir einfach am Regler schieben und mischen das jetzt mal dazu, ne? Fehlt noch der Gesang. Den platzieren wir natürlich direkt vor uns und den Gesang nehmen wir jetzt mal. Die liebe Silvia Droste hat gesungen bei dem ganzen Ding. Eine wirklich mega Stimme, wie ich finde. Eigentlich ja im Jazz und wie gesagt im Remix hat sich das wirklich perfekt in diesen Song eingebettet. Und da gucken wir mal, wir mischen jetzt also nicht den Gesang ab, sondern wir mischen ihn nur im Panorama und im Stereofeld dazu. Und hören mal, wie das Ganze klingt. Zunächst einmal möchte ich den platzieren. Das heißt, wir hören mal, wo er gerade steht aktuell. Game over. It's all over. Bisschen näher. We're through now. Not a doubt. Das mischen wir mal direkt dazu. Habe ich da auch eine Lautstärke-Automation drauf? Mal kurz gucken. Nein, das heißt, da können wir einfach mit dem Fader spielen. Okay, dann viel Spaß. Wir mischen Claudia Silvia Droste dazu. Bisschen mehr Center. Die Gitarre mit den Oktaven ist zu laut. Also ob das jetzt der Stein der Weisen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist schon cool. Ne? Man kann richtig schön spielen, platzieren und der Mix wirkt tatsächlich großräumlich breit. Ich habe die Gitarren breit verteilt hinter uns und rund um uns drumherum, den Bass ein bisschen näher, Schlagzeug, alles platziert. Und insgesamt habe ich das Gefühl, dass der Mix schon irgendwie groß klingt. Ne? Die Frage ist nur, wie man jetzt da rauskriegt. Wenn ich ihn jetzt ausspiele, bleibt er im Dolby Atmos Format. Aber vielleicht kann ich den Song, wenn ich ihn fertig gemacht habe, ja auch einfach mal abspielen lassen und das mit einer anderen in einer anderen Software aufnehmen und den Mix dann hochladen. Das müsste doch eigentlich auch gehen, ne? Weil so in Binaural, zumindest über Kopfhörer, hat's ja funktioniert. Vielleicht funktioniert es dann nicht über Lautsprecher. Das höre ich mir gleich nochmal an. Du kannst es ja auch mal ausprobieren. Aber ich hoffe, du hast einen kleinen Eindruck bekommen, wie man hier mit dem Binauralen, also mit dem zweiohrigen Format, hier in Dolby Atmos mischen kann. Und das Tolle ist ja, den Mix müsste ich mir jetzt eigentlich mal in einem Heimkino anhören und mal gucken, wie er da tatsächlich klingt, ob es da auch rüberkommt. Auch das werde ich ausprobieren. Ich werde später berichten und du kannst es ja auch mal ausprobieren, wenn du Logic hast oder deine DAW Dolby Atmos hat. Der Eindruck sollte auf jeden Fall rübergekommen sein, dass man da eine schöne Spielwiese hat, um seinen Mix noch größer und räumlicher zu machen. Dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Schreib mir deine Meinung unten in die Kommentare, ob es dir gefallen hat, ob es dir egal ist, ob du jetzt in Zukunft nur noch in Atmos arbeitest oder wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder hier im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!